wie gewohnt, Karte beginnen entfernen. Ich bin ein angehender Taumaturg und habe meinen ersten Besessenheitszauber an einem Bussard ausprobiert. Wahrscheinlich war ich erfolgreich, denn das treue Tier ist bei der ersten Gelegenheit ausgebüxt. Ich hänge sehr an meinem Gefährten und hätte ihn gerne wieder zurück. Der Dämon verabscheut das Licht, deswegen sollte ein Bomberfinger genügen, um ihn austreiben. Um ihn auszutreiben, soll das wohl heißen. Wer holt meinen Gefährten wieder heim? Ja, das werden wir doch dann wohl in die Hand nehmen. Aber ich meine, das habe ich doch schon mal gemacht. Ach so, schau natürlich, wir sind falsch. Heute Ulda, morgen die Welt. Laut einem Händler, der in Limsa-Lominser Geschäfte betreibt, sind dort Preise so gut wie unbekannt. Okay, das ist egal, das brauchen wir alles nicht. Wir regeln das hier auf diese Schwierigkeitsstufe Mittel und dann kann es auch schon losgehen. Was muss ich denn jetzt tun? Ah hier, töten. 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 Drauf geht's, drauf geht's. Oh, Jesus Maria. Hilfe. Ja, läuft. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Oh shit, weg. Raus aus dem Kreis. Raus. Shit. Oh, bam. Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ja, das ist dieses Steinauge wieder. So, passt, oder? Jetzt da vorne ist der nächste. 1 von 4, oh shit. Hallo, mein netter Kollege. Machen wir mal das ganze Geschreibsel hier weg. Und gehen hier der Taktik nach. Oh, weg hier. Jo. Oh shit, jetzt bin ich im Kreis drin. Nein! Fuck you. Oh, krass, Gas gehabt. So. Geht's hier ganz schön ab hier? Oh, weg hier. Raus. Shit. Okay. Muss man hier wieder das Ding einschalten. Unsere Energie geht langsam down. Jawohl, da ist er. Und da ist er weg. So, du hast eine weiche Peistehaut erhalten. Wo ist denn hier der nächste Konsorte? Kann man es anders sagen? Where's the next Peist? Da hinten geht's zu. Mal renn schnell hin. Nein, schnell hinrennen meine ich natürlich. Willkommen. Spüre mein Schwert. Oh shit, es sind zwei. Oh fuck. Finde ich nicht gut. Boah. Ich mach mal kurz hier eine Wall. Ich sollte vielleicht. Oh Gott, in Betracht ziehen. Demnächst mal einen Heal-Trank zu nehmen. Ich weiß, ich mache das noch ein bisschen umständlich hier. Das muss ich mir noch angewöhnen. Dass ich hier die Tränke mal nur auf eine Kurztaste lege. Greif halt an. So. Läuft. Ja, aber das läuft. So. Okay, okay, okay. Shit, der trifft mich trotzdem. Ist ja ganz schlecht hier eigentlich. Solche Geschichten. Kann ich denn schon wieder mein nächstes Ding nehmen? Nein, sieht schlecht aus. Sieht sogar sehr schlecht aus. Für mich gerade. Nein. Lasst mich in Ruhe. Ich muss mich mal verkrümmeln hier kurz. Nein, renn weg. Komm schon, renn weg. Dann kann ich denn hier meinen nächsten Trank nehmen. Noch nicht einsatzbereit. Mann, ich erkenne aber auch nirgends. Oh, fuck, 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 fuck. Komm schon, wann. Es ist nichts zu sehen. Wann ich den denn wieder. Jetzt da. Cool. Aber viel hat's nicht gebracht. Ganz toll, der ist gleich tot, den mache ich jetzt platt. Komm her. Okay, komm schon. Ich hab dich gleich. Jawohl, da ist er weg. Gut, gut, gut. Die Peist jetzt wieder voller Energie, oder was? Ja, da wird er voller Energie, klar. Aber egal. Ich heile mich mal schnell hier alles. Läuft. Automatisch. Kommt er auf mich zu? Kommt doch voll auf mich zu. Okay. Dann eben jetzt. So. Raus hier. Trifft er mich wieder? Ich fasse es nicht. Ja. Läuft. Oh, schnell raus aus dem Ding. Kegel. Ja, wenn es so geht, gut weiter. Der hält immer ein bisschen inne. Oh, fuck. Das könnte knapp werden. Ist aber der letzte eigentlich. Shit.
Geh down, da ist er down. Puh, Spiel hat beendet. Geilomat. Zum Aussteller, ja, unbedingt. Ich will unbedingt zurück. Ja, nicht schlecht. Puh. Also, da geht's heiß her. So, da ist mein Aussteller. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Kamera ist so weit weg, so ungewohnt. Hallo zu Donava. Was geht ab? Ja, ich möchte meine Belohnung abholen, bitte. Aufgrund der Schwierigkeitsgraden der... Ja, Vergütung, 3 Stunden erhöht. Cool. Geil. Okay. Aber wir sehen schon unsere... Ganz unten unsere... Unsere Stufenleiste ist schon schwierig. Also die Erfahrungspunkte, die Routinepunkte werden schon immer... Immer sehr milde vergeben. Beziehungsweise die Forderungen sind schon wesentlich höher. Als sonst. So. Jetzt habe ich hier eine riesen Auswahl an Quests. Wahnsinn. Lass mich nochmal hier so ein Gruppending probieren. Sei gegrüßt. Als Kommandeurin der Abenteurer-Gilde kümmere ich mich um die Vergabe der Gildengeheiße an geeignete Gruppen. Ein Gildengeheiß übernehmen. Hast du was für mich? Eine für alle habe ich schon abgeschlossen. Kann ich das jetzt nochmal machen, oder was? Ist aber schwach. Bockmanns Gefolge. Besiegt den furchteinflößenden Bockmann. Achtet dabei auf seine enorme Reichweite. Aber seitdem ruft er Verstärkung, wenn er in Bedrängnis kommt. Also seid flink. Ort tiefer Wald. Zeitlimit 30 Minuten Aufnahme von... Oh Gott, okay. Aber ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich kann es tun. Von meiner Stärke her passt es. Bock... Oh Gott. Bockmanns Gefolge. Das Bild da oben sieht ja schon mal sehr furchteinflößend aus. Das ist nämlich ein riesen Brotmesser, das er dabei hat. Okay. Die Registrierung wurde durchgeführt. Das heißt, jetzt ist wieder Warten angesagt. Jesus Maria. Na gut. Dann wollen wir mal. Was mache ich denn jetzt derzeit? In der anderen Zeit. Ich gehe jetzt mal in Richtung, oh, es regnet. Ich gehe jetzt mal in Richtung dieser Quest, dieses Freibriefs hier. Das ist dann hier. Ich sollte den Brief aber nicht beginnen, wenn jetzt dann das Grüppchen hier gleich zusammen ist. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich warte ganz geduldig. Ich warte mal geduldig. Oh, es geht ab. Da zündelt jemand. Komm, helfen die mal. Falsche Aktion. Hallo? Warum falsche Aktion? Ich kann nicht angreifen. Aktion fehlgeschlagen. Das Ziel gehört zum Spielinhalt eines anderen. Okay. Zum Spielinhalt eines anderen. Ja, was ist mit meinem Spielinhalt jetzt, Mensch? Gebt mir Spielinhalt! Einer von eins. Gewählte Klasse. Okay. Na gut. Dann schaue ich mich hier mal weiter um ein bisschen. Hallo. Ist aber auch freizügig angezogen hier. Schauen wir uns mal an, wer hier noch so alles rumläuft. Hallo. Ich habe, was meint er? Keine Ahnung. Guten Tag, Pfannkuchen 3. Was geht ab mit dir? Du bist live auf YouTube. So. Oh Gott, was ist das für ein Name? Freier Talia Rabensturm. Auch nicht schlecht. Okay, die stehen hier alle Schlange bei dem guten Totonava. Da vorne ist unsere Main Quest. Dadanen. Ja, du, es kann sich doch ein bisschen ziehen hier anscheinend. Ich habe jetzt keine Ahnung, dass wenn ich den Freibrief jetzt annehme, ob das dann unterbrochen wird. Oder wie das ist. Wie ist das präzis? Ich muss es mal versuchen. Ich hilf nur testen. Dann wollen wir mal. Beginnen. Ah, wieder Mittelstufe hier. Halt! Beginnen. So, bestätigen. Auf geht's. Okay. Feuerbomber. Läuft. Krieg ich hin. So. Ich nutze die richtigen Schlüsselgegenstände, um Ziele zu enttarnen. Was soll das denn heißen? Ziele zu enttarnen. Ja, das läuft. Easy going. Oh, weg hier. Jetzt macht ihr gleich den Bomberich. Und er platzt. Bam. Tja, hättest du gedacht. Hast mich aber nicht erwischt. So, der ist hin und über. Wo sind die nächsten? Ich muss hier mich umschauen. Ah, da vorne. Oh, guck mal, Schatztruhe. Aber das ist aber der nächste Gegner. Komm, erstmal den platt. Oh, cool. Okay, alles klar. Damit ist alles klar. Shit. Raus aus dem Kreis.
der Donnerschlag hier mit meinem Schwert, der zieht hier ordentlich ab. Cool. Oder hä? Doch nicht? Komisch. Immer da voll viel abgezogen. So, das ist weg. Was ist mit der Schatztruhe hier? Kann ich die hier... Schatztruhen öffnen. Eine Schatztruhe ist erschienen. Freibriefziele lassen häufig Schätze fallen, während sie verfolgt werden. Wenn du diese nicht an dich nimmst, wird es jemand anderes tun. Also, worauf wartest du? Okay, toll. Habe ich sie jetzt erhalten, oder? Keine Ahnung. So. 18 Minuten habe ich noch für die Quest locker. Kriegen wir locker hin. Klong. Oh, okay, raus. Raus. Ach, da zieht sich selbst die Energie ab, natürlich. Wenn er diesen Move macht, deshalb verliert er so viel Energie. Alles klar. Da ist zwei Bombenfinger. So. Wo denn jetzt noch? Jetzt lass mich mal ein bisschen woanders hingehen. Hier soll irgendwas sein. Ach hier, schau die. Krieg ich hin. Okay. Jetzt mach ich mal Donnerschlag. Jawohl. So. Passt. Ja, die wenden sich aber schon gut. Jawohl. Gut, dann bist du der Nächste. Lass mir erstmal ein bisschen Energie gewinnen. So, jetzt. Ich habe jetzt gerade... Die seelenlose Taufkleid zeigt ein wahres, zeitsames Gesicht. Okay. Was heißt das jetzt? Oh, Stärke 18, 13. Ist schon heftig. Was hat er vor? Was auch immer du sagst. Du kleines Quietscheviech, was bist du nur? Stufe 13 ist schon weg hier. Oh shit, er hat mich. Was hat er jetzt gemacht? Fluch. 200 TP. Jesus Maria. Wir werden uns mal schnell heilen hier. So. Jiha. Weg. Raus hier. Passt. Auf geht's. Haut drauf. Wie sieht's mit unserem Spielinhalt aus? Inhaltssuche läuft weiterhin anscheinend. Weiß jetzt echt nicht, wie das ist. Ne? Ne, läuft weiter. 5 Minuten läuft schon. Krass. Gut, der wäre erledigt. Where's next? Oder who's next? Ach, hier hinten. Muss ich die alle abgrasen oder was? Oder wie sieht das aus? Ist das deren Ernst? Da hinten die. Muss ich die echt alle hier schnitzeln? Und keiner hilft mir. Bleibst du hier? Bleib gefälligst hier, wenn ich mit dir fighte. Oh, zeig dir mal das Gesicht, alles klar. Wo? Mach ja keinen Kreis, da ist der Kreis. Jiha. Okay. Geh mal ein bisschen näher ans Geschehen ran hier. Hau drauf, du. Oh shit, okay, raus, Kreis raus. Da hat er mich erwischt, weil ich den Kreis nicht gesehen habe. Jetzt haben wir von einem näher ins Geschehen rankommen. Okay, okay. Aber das läuft. Okay, raus! Scheiße. Oh. Nee. Ich lose gerade ab, aber ich habe ihn gleich. So. Wo, lass uns erstmal ein bisschen erholen. Jesus Maria. Was muss ich denn überhaupt alles machen? Sei von einem seelenlosen Taufkleid. Ich muss die... Was muss ich denn tun? Blutaugenbussard. Okay. Seelenloses Taufkleid, 2 von 3. Oh, wir retten darum. Hallo. Sieht aus wie der von One Piece ein bisschen. Senvaril Silberfalke. Oh, komm schon. Das habe ich dir aber gleich. Ich muss die Viecher irgendwie enttarnen. Scheint's. Oh Gott. Muss mal kurz kratzen hier. Kratzen. Wow, what the fuck, Alter? Was bist du denn? Oh, bleib mal stehen. Alter Walter. Was für Kreaturen da rumlaufen. Der helle Wahnsinn. So. Der nächste Vogel abschlachten hier. Das nächste Hühnchen. Jetzt komm, zeig dein wahres Gesicht. Ja, Hadak. Okay, alles klar. Damit habe ich dann... Oh Gott, komm schon. Greif halt an. Jawohl. So. Bleib weg. Jetzt wollte ich gerade drauf zulaufen. Jetzt aber. Vortex-Schnitt.
läuft. Ja, aber das läuft. Und raus hier. So. Geschmeidig. Mal raus. Fuck. Sinnloses Taufkleid. So, habe ich alles. So, Inhalt beendet. Okay, cool. Zum Aussteller, natürlich. Ja, herrlichst. Aber was ist denn jetzt mit unserem Spielinhalt? Wird er denn noch beachtet? Oder nicht? Fragt sich mir eine Frage in den Kopf. So, wollen wir unsere Belohnung mal abholen? Ne? Komm mal hin hier. So. Wie lugert das aus? Ich möchte meine Belohnung abholen. Okay, cool. Aufgrund Schwierigkeitsstufe erhöht. Super. Abschließen. Oh cool, was hast du denn? Kupferbar-Butter. Ja, dick, ist ja butterweich. Ist ja bare butterweich. Abschließen. Cool, haben wir einen Helm gewonnen. Verdient haben wir ihn. Cooler Scheiß. Ja, und hier die Inhaltssuche läuft leider immer noch weiter. 9 Minuten jetzt schon, ist ein bisschen mager. Schwach. Ich kann natürlich abbrechen, aber ich lasse es nochmal ein bisschen laufen. Dann setzen wir uns doch mal diesen krassen Helm auf. Was geht denn eigentlich ab? Bare Butter. Sieht bestimmt beschissen aus wieder. Oh, Jesus Maria. Ja, ohne restliche Rüstung sieht halt immer alles irgendwie ein bisschen scheiße aus. So. Nur der Helm ist halt echt schlecht. Aber wir lassen das jetzt mal so. Weil ich kam jetzt in den letzten Kämpfen noch ein bisschen schwach vor. Von daher kommen wir drauf klar. Sieht das übel aus. Okay, das hat nichts von unserem hübschen Gesicht zu sehen. Eine Schande. Ja, du, also mit dem Inhalt bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob da was sieht. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, ich werde mal zurückziehen. Wenn ich der einzige Depp bin hier, der das machen will, dann lassen wir das eben. Ne? Gut. Ja gut, dann zurückziehen. Deine Registrierung wurde zurückgezogen, super. So, und was ich noch zurückziehe, ist mich, denn ich werde jetzt mal ein kleines Päuschen machen. Und wir sehen uns dann hier in Horizon Vita. Wieder. Ciao, ciao. So, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy Realm Reborn. Wir sind vermutlich mitten in der Folge, wie es oft so ist. Das liegt eben an meiner Aufnahmemethode. Und ich habe mich jetzt offscreen mal ein bisschen mit diesen Freibriefen hier beschäftigt. Mich ein bisschen aufgelevelt, wie ihr seht, unten. Halt, jetzt kann man es besser... Nein, nicht wirklich, wie kann man es denn besser lesen? Ja, unten, ganz unten, die Leiste in der Mitte des Bildschirmes, kann man sehen. Stärke 14 bin ich jetzt. Das habe ich mir ein bisschen erarbeitet. Mit diesen Freibriefen und mit diesem... Nee, mit den Kommandeuren verlorenes Häschen habe ich nicht offscreen gemacht, weil das spektakuläre Kämpfe sind, die ich doch gerne aufzeichnen wollte. Aber ich muss sagen, die Freibriefe haben es nicht wirklich gebracht. Also da haben die... Da gewinnt man echt sehr wenig Erfahrungspunkte, finde ich. Und von daher unterlasse ich das jetzt mal. Und wir machen mit der Main Quest weiter, da hier im Ort ja kaum Nebenquests vorhanden sind. Genau. Der schöne Ätherit hier. Ich habe jetzt auch mal die Musik ausgeschaltet, ein neues Feature, das ich jetzt mal einführen will. Das habe ich jetzt schon vor ein paar Folgen gemacht, ganz spontan. Und zwar möchte ich gerne Musik der ganzen Final Fantasy Serie während des Spielens mal einblenden. Beziehungsweise einhören. Und daher werdet ihr jetzt mal ein bisschen musikalisch auch noch verwöhnt. So, wir machen mit Dardanen weiter. Was hat denn der kleine Dardanen mit seiner Mainquest auf dem Herzen? Der Händler Dardanen sucht jemanden, der für ihn einen Botengang zur Kupferglockenmine unternimmt. Oh je, schon wieder ein Botengang. Ja, was soll man sagen? Chris, ich bin ja so dankbar, dich zu sehen. Du bist meine einzige Hoffnung. Sonst hätte ich die gute Momodi sicher nicht bemüht, dich extra zu mir zu schicken. Du musst dich umgehend zur Kupferglockenmine begeben. Ich verdinge mich als Juwelier und bin hergekommen, um Erze aus der Mine zu erwerben. Doch meine Bestellung wird partout nicht abgefertigt und von den Verantwortlichen hat mich nicht eine Nachricht ob der Verzögerungen erreicht. Das sind keine Zustände. Das kann ich nicht dulden. Schließlich haben sie ein stolzes Sümmchen als Anzahlung verlangt. Wenn ich meine Ware nicht bald bekomme, bin ich ruiniert.
Daher flehe ich dich an, begib dich zur Kupferglockenmine und händige diesem nichtsnutzigen Vorarbeiter, berauschter Hirsch, bitte dieses Mahnschreiben aus. Halte ihn an, mir meine Lieferung umgehend zuzusenden. Meine Güte, berauschter Hirsch! Ich hoffe, der Spruch Nomen est Omen bewahrheitet sich ausnahmsweise mal nicht. Tja, berauschter Hirsch ist echt ein super Name. Da kann man nichts sagen. Ich würde mich wohlfühlen mit so einem Namen im Gepäck. So, das heißt, das Kettchen wird geöffnet. Davon ein Juwelier in Nöten ist unser Ziel. Das ist ja gar nicht so weit weg. Das ist ja eigentlich wieder komplett zurück, wo wir herkamen. So, Perspektive wechseln war hier. Genau. Wunderschön. Wir haben immer noch unser Holzschwert, das wir auch gegen diesen riesen Steinklotz genutzt haben. Finde ich immer noch geil. Ah, okay, ich muss komplett in einen anderen Bereich. Ach nein, schau hier, da ist er schon. Berauschter Hirsch. Oh Gott, der Typ sieht aber... ist ein mächtiger Kerl. Ein großer Hühne. Mit einer coolen Sonnenbrille. Lass ich mal kurz anschauen hier. Okay. Ja, dann hat er noch Gefolgschaft bei sich. Sengendes Gerücht. Super Name. Oh, guck hier. Servus. Was ist mit dem los? Dem ist zu warm oder höchst? Na, wollen wir mal sagen, wie er sich zu verteidigen hat hier, der gute Mann. Warte kurz, lass mich erstmal eine schöne Kameraperspektive einführen hier. So.